uns sehr gerne daran beteiligt, weil es geht darum, diesen Film zu digitalisieren und ihn dann wieder einer größeren Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist für uns auch ein Stück weit Ausdruck unserer Verantwortung für das kulturelle Erbe, für das ein großes Medienhaus wie Bertelsmann steht. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die hat den Auftrag bekommen, das deutsche Filmerbe, soweit es in ihren Bestand übergegangen ist, zu sichern, zu bewahren und zugänglich zu machen. Solche großen Projekte können wir eigentlich nur realisieren mit Sponsoren. Und wir haben ja seit 2014 Bertelsmann als Hauptsponsor hier für uns gewonnen, die uns bei größeren Projekten jeweils begleiten. Bei dem Film Der Geiger von Florenz kommt jetzt besonders noch hinzu, das ist ein alter Ufa-Film. Das heißt, dieser Film bestand schon mal im Besitz von Bertelsmann, bevor er dann in der Murnau-Stiftung gelandet ist. Der Fokus der Restaurierung war die editorische, inhaltliche Arbeit des Films, also eben festzustellen, wie hat dieser Film mal ausgesehen und kann man das restaurieren. Der Geiger von Florenz lag über Jahrzehnte hinweg nur in Form einer sehr stark gekürzten amerikanischen Verleihfassung vor. Die ist ungefähr 20 Minuten kürzer, als der Film im Original mal war. Man hat wirklich Einstellung für Einstellung die vorliegenden Materialien miteinander verglichen. Und anhand der ursprünglichen Einstellungsnummerierung konnten wir dann diese Lücken wieder schließen. Und es sieht alles danach aus, dass die Fassung, die wir jetzt restauriert haben, auch wirklich die vollständige Fassung ist. Das Thema kommt eigentlich erstmal recht einfach daher. Es ist eben der Teenager René, die sich mit ihrer Stiefmutter nicht verträgt und rebelliert. Das Interessante ist, er fängt als Kammerspiel an und bricht dann aber daraus aus, kann man sagen, wird zum Reisefilm, wird zum Roadmovie. Also die Heldin vagabondiert als junger Mann verkleidet durch Italien auf dem Weg nach Florenz und trifft dann irgendwo auf der Landstraße einen alten Mann, der dort Geige spielt. Dann übernimmt sie die Geige und spielt und in dem Moment fährt ein Auto vor und ein Mann steigt aus und ist ganz begeistert und sagt dann zu dem jungen Mann, komm mit nach Florenz, ich will dich malen. Das, was er in diesem jungen Mann entdeckt hat, ist eben so eine gewisse Lebendigkeit und das versucht er umzusetzen, indem er ihn auffordert, er soll springen beim Geigen. Uwe Dirksen, der für uns schon viel Filmmusik komponiert hat, hat für diesen Film eine neue Musik auch geschrieben. Für mich gelungen ist, in der Musik eine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine eigene Geschichte erzählt zu dem Film. Ich habe mir eine Szene genommen, wo ich dachte, was könnte das für eine Musik sein? Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine typische Musik für 20er Jahre. Das hat so was Groteskes, was Skurriles, aber auch was sehr Leichtes. So, und als ich das gehabt habe, habe ich gedacht, das ist genau der richtige Zugriff, wenn man so will. Es ist eigentlich ein Eingriff in den Film, wie ich im Nachhinein finde, weil ich damit den Film tatsächlich auf eine Ebene gehoben habe, wo die Musik sozusagen eigentlich nicht darunter ist, sondern richtig das Zepter in die Hand nimmt. Auftritt mit diesem Film wird ja auch dieses Jahr bei den Ufa-Filmnächten stattfinden. Also da verbindet sich alles. Da kommt ein Ufa-Film von der Murnau-Stiftung, die das Ufa-Filmerbe bewahrt, mit Bertelsmann zu den Ufa-Filmnächten, die ja eine explizite Veranstaltung von Bertelsmann und Ufa sind. Musik.